Bilder von Landschaften, Tieren und Menschen. Keine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt, dass ein Mountainbike-Unfall den Künstler im Alter von 18 Jahren an den Rollstuhl fesselte. John Lowe malt mit dem Mund. Einige Jahre nach seinem Unfall begann er zu malen. 1987 erhielt er ein Stipendium der Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler und machte schnell Fortschritte. Fortschritte, die selbst seinen Lehrer begeistern. Ich möchte erklären, inwiefern sich seine Arbeit verändert hat. Wenn ich es vor dem Hintergrund des Fortschrittes sehe, rede ich nicht nur von einem technischen Standpunkt, sondern auch von den Detailpunkten. Und vor diesem Hintergrund sehe ich für ihn hervorragende Aussichten in seiner Kunst, soweit es die technische und künstlerische Entwicklung betrifft. Seine Arbeit begeistert mich. Es war nur logisch, dass er bald als assoziiertes Mitglied in die Vereinigung aufgenommen wurde. Heute beschränkt er sich nicht auf Öl- oder Wasserfarben alleine. Er kombiniert gerne Techniken für seine Arbeiten. Aber ich arbeite auch gerne in Öl. Und ich arbeite auch gerne mit Farbe und Tinte. Es ist zeitaufwendig. Aber ich mag es auch. Bei aller Liebe zur Landschaft und der Natur muss er doch in der Malerei oft dem südafrikanischen Klima Tribut zollen. Er kann nicht immer in der Natur malen. Im Sommer ist es sehr heiß. Man kann nichts außen machen. Und im Winter ist es eiskalt. Also kann man auch im Winter nichts außen machen. Die Arbeit außen ist also sehr limitiert. Neben der Schönheit der Natur erlebt John Lowe aber auch die Armut, die ihn umgibt. Dank seinen Erfolgen konnte er ein Heim gründen, das heute 35 Straßenkindern Obdach bietet. John Lowe. Ein Beispiel, wozu Künstler fähig sein können, auch wenn sie an einen Rollstuhl gefesselt sind.